Ich versuche gerade mal nicht mit Ja ein Video zu beginnen, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Wir werden ja gerade so wie musikalisch erzogen. Das hat mich früher nie so interessiert. Und auch heute so kann ich mit Noten eigentlich nichts anfangen. Und trotzdem sieht man, hört man jeden Tag diese Noten, das hohe C. Das G ist, glaube ich, eine Note, ich hoffe. Ja, Buchstaben könnte man auch sagen. Das Alphabet, das C und das G. Und alle anderen Buchstaben, das vergisst man. A und Z, Alpha und Omega. Wo sind diese Buchstaben plötzlich hin? Zwischendrin sieht man auch so Buchstaben wie ein C, ein S und ein U zum Beispiel oder ein S, ein P und ein D. Aber so im Vordergrund steht immer das C und das G. Und wo sind die anderen Buchstaben hin? Wo ist das H wie Hungersnöte? Wo ist das M wie Menschlichkeit? Ja. Wo ist das U wie Unsinn, was da gerade gemacht wird? Wo sind diese ganzen Buchstaben hin? Ja, es ist wie immer im Leben diese Unwissenheit, den Fokus. Man richtet den Fokus auf die materielle Welt. Dort haben natürlich die Medien großen Einfluss, die zeigen, was man sehen soll. Aber viele schauen gar nicht mehr hin. Es gibt noch andere Buchstaben. Ja. Z, Zwischenmenschlichkeit. Z wie Zuversicht, ohne eine Spritze zu bekommen. Und diese ganzen Dinge sind so unsinnig, weil man sieht die Welt nicht mehr. Man sieht immer nur Teile davon. Das tut man ja sowieso aufgrund dieser Unwissenheit über das Universum, das Göttliche. Man kann ja auch nicht alles wissen, am Anfang zumindest. Aber trotz allem sollte man das Alphabet schätzen lernen. Es gibt mehrere Buchstaben. Auch in der Musik macht man alle Noten, die man kennt. Der eine nutzt halt die einen mehr, der andere die anderen mehr. Aber es gibt nicht nur auf der ganzen Welt zwei Noten oder Buchstaben. Die Welt besteht eben aus mehr. Und es ist schade, weil so kann man kein Leben schreiben, keine Wörter schreiben mit einem C und einem G. Das geht nicht. Das ist nicht das Leben. Man vergisst, dass auf der Welt andere Menschen verhungern, andere Menschen im Auto sterben, weil sie zu schnell fahren. Aber es geht immer nur um das eine anscheinend, also um die zwei Buchstaben. Und das kann ja gar nicht sein. Was ist mit U wie Umweltverschmutzung? Wo ist da, wo geht da das Geld hin? Wo ist das G für ich habe was gelernt? Das hat es jetzt nur noch G-I. Aber gelernt hat man nichts aus der ganzen Geschichte. Es gibt immer Kriege, es gibt Menschen, die andere Menschen nicht mögen. Das wird es immer geben. Aber dass man die deswegen so behandelt, ist nicht in Ordnung. Und ich denke, hier ist mal ein Punkt erreicht, wo man umdenken sollte und nicht so weitermachen. W wie Wandel, nicht wie weitermachen. N gibt es wie niederdrücken. Aber man könnte N auch nutzen für ein neues Leben, neue Ansichten. Aber das tut man irgendwie nicht. Man ist so starr in diesen zwei Buchstaben verhaftet und schreibt sozusagen das Alphabet um mit Begriffen, die der Menschheit nicht gut tun. Ja. Sollte man mal drüber nachdenken und das Alphabet wieder in seiner Urform betrachten. Ja. So, A wie annehmen. B wie Bhakti-Yoga. Ja. Aber das macht man eben nicht. Warum?
ist wieder eine andere Frage. Man folgt halt Menschen, die anscheinend das Alphabet kennen und es neu definieren, aber anscheinend kennen sie es nicht, weil mit der Welt, mit der Zwischenmenschlichkeit wird es gerade nicht besser. Im Gegenteil, es wird schlechter, es wird immer schlechter, weil man eben das Alphabet ignoriert. A wie annehmen, L wie Liebe. Wo ist das geblieben? Wo ist es? Jeder geht in die Schule und lernt diese Buchstaben. Jeder war in der Schule, lernt diese Buchstaben, aber die Bedeutung dahinter versteht man nicht. Oder irgendjemand schreibt es einfach um, wie das Grundgesetz. Naja, das heißt jetzt halt anders. Aber das ist nicht richtig. Das ist nicht gut. Die Zwischenmenschlichkeit, die ist von Anfang bis Ende immer gleich. Das kann man nicht umschreiben oder anders definieren. Die Würde des Menschen kann man auch nicht einfach definieren. Die ist immer so und wird immer so sein, dass man den Menschen achten soll. Das kann man nicht verändern. Das ist ignorant, wenn man da irgendwelche Dinge dreht. Und trotzdem wird es gemacht und versucht. Im Endeffekt, so ist meine Meinung, wird das Gute immer überleben und sich durchsetzen, wie in den Märchen, Sagen, Geschichten. Doch zwischendrin hat man immer so eine riesige Geschichte an Leid, die man anscheinend braucht. Ja. Was ist mit dem Alphabet nun? Definieren wir es neu? Lassen wir es andere Menschen neu definieren? Oder bleiben wir bei unserem guten Alphabet mit den Bedeutungen, die was mit den Menschen zu tun haben? Muss natürlich auch jeder selber entscheiden. M wie Meinungsfreiheit. Das gibt es gar nicht mehr so, wie es mal gedacht war. Wenn man anderer Meinung ist, ist man ein Depp oder ein Gegner oder ein Idiot oder ein Nichtwissender. Eigentlich ist es umgedreht, wenn man eine Meinung hat und zu dieser Meinung steht. Auch hier rudern manche immer wieder zurück, so wie so Schauspieler, die dann eine Meinung sagen, aber nicht wirklich dazu stehen und plötzlich eine andere Meinung haben. Und das geht nicht. Das ist nicht gut, das ist Anpassung. F wie Freiheit. Und das ist entscheidend, die Freiheit des Menschen. Aber Freiheit kann man nie haben, wenn man sich im Leben nur auf ein was konzentriert. Es wäre wie, wenn ich mich jetzt nur auf die Ernährung konzentrieren würde. Ernährung ist alles, das A und das O, das stimmt ja auch zu einer gewissen Weise. Aber wenn ich dadurch die Menschen vergesse, die Tiere vergesse, die da leiden müssen vielleicht, weil ich sie schlachte und so, dann ist es einseitig. Und Meinungsfreiheit ist auch anscheinend einseitig geworden. Nur eine Meinung zählt oder die Meinung von einem einen Lager und die andere eben nicht. Und das ist ja keine Freiheit. Freiheit hat nicht nur zu tun mit den Buchstaben eben C und G, sondern mit allen Buchstaben, die es gibt. Und wenn man alle Buchstaben zulässt, dann kann man neues Leben, neue Wörter, neue Sätze, neue Geschichten kreieren.